Ja, Freunde, hallihallo, der NRW über 18 wieder hier. Es geht weiter. Ich habe jetzt alle Teile erfolgreich hochgeladen, die ich bis jetzt gemacht habe. Und ich muss sagen, ich bin heute sehr gut vorangekommen. Ich bin zufrieden mit mir. Und ja, wir machen jetzt hier auch weiter. Ich denke mal, das Spiel werden wir heute noch durchspielen. Aber vorerst auch nochmal eine kleine Information. Und zwar, wo ich die Teile bearbeitet habe, ist mir aufgefallen, dass Fraps mich da mal wieder hat in den Seilen hat hängen lassen. Ja, es hat gestuckt, es hat geruckt und die Bewegungen der Lippen von einigen Figuren wurden nicht aufgenommen. Und ja, Freunde, ich finde es zum Kotzen, aber ich kann es wirklich leider nicht ändern. Ich habe es versucht, aber ich schaff's nicht. Und ich hätte mir da nochmal spaßeshalber Let's Play-Teile von dem Spiel von anderen Usern angeguckt und da habe ich festgestellt, die haben genau dasselbe Problem. Also scheint es wohl ein Problem mit den Grundeinstellungen des Spieles zu sein. Tja. So viel dazu. Möchte ich mich, wie gesagt, nochmal für entschuldigen, aber so ist es leider. So. Wir haben jetzt hier den Weg zu Johnnys Wohnwagen. Einverstanden. Gefunden. Mal sehen, ob ich den Wohnwagen finde. Ja, er steht auch für Karte. Das Spiel ist richtig geil, nur wie gesagt, das finde ich echt schade, dass das irgendwie... Ich finde, dass das... Dort! Da drüben ist der Wohnwagen. Das gibt's doch nicht. Das muss er sein. Mal sehen, was ich hier alles finde. Das hemmt so ein bisschen den Spielspaß. Naja. Okay, Freunde. Wir sind jetzt hier angekommen. Ich bin jetzt hier wieder im absoluten Blindflug. Denn, mir angeguckt habe ich hier nichts. Und, ja, ich bin gespannt, auf was ich jetzt hier alles treffe. Also ein Riesengeschoss ist das jetzt hier, okay. Ich glaube nicht, dass der sich noch einmal auf die Straße verirren wird. Ah, man weiß nie. Hier draußen sehe ich nichts Interessantes. Ich kann mich aber nochmal umschauen. Ja. Was war das? Wohnwagen, Wohnwagen. Ist das nur Wohnwagen? Nichts anderes? Das Ding ist verschlossen. Unmöglich. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Was haben wir denn im Inventar, falls ihr das jetzt seht? Eigentlich macht ja nur der Schürhaken Sinn, weil der ist lang und stabil. Ja, wenn ich ihn als Hebel benutze, kann ich vielleicht die Tür öffnen. Es hat funktioniert. Weg frei. Mal sehen, was ich drinnen finde. Was für ein Gestank. Alles ist dreckig. Beeilen wir uns hier drinnen und gehen schnell wieder raus. Da sind nur alte Klamotten drin. Okay. Es ist so kaputt wie alles andere in diesem dreckigen Wohnwagen. Da ist eine Klappe, die wir aber nicht öffnen. Nichts Besonderes. Nur irgendwelche Essensreste und ein paar leere Flaschen. Okay. Cornflakes hat er wohl auch gemocht. Da ist doch... Kühlschrank. Herd können wir nicht nehmen. Hier können wir auch nichts nehmen. Okay. Was war das? Achso, rausgehen. Aber ich hab doch... Nicht für alles Geld der Welt würde ich mich auf das Bett legen. Ich hab draußen was in der Tür gesehen. Genau. Es ist voll mit Papieren. Ja, oh. Dann werde ich die Papiere mal durchsuchen. Nein. Das hier könnte interessant sein. Eine Bankbroschüre. Das Geld könnte dort sein. Okay, was hat es damit auf sich? Wahrscheinlich hat Johnny das Geld auf diese Bank gebracht. Ich sollte herausbekommen, ob es so war. Ja, ich denke mal, dass uns da Sushi weiterhelfen könnte, weil die ist ja so computerbegabt. Oder? Sonst waren wir doch da nichts, oder? Oder? Was? Doch, wusste ich's doch. Merkwürdig. Das sieht aus wie das Ordensgewand einer Nonne. Nein, keinen blassen Schimmer, wozu er das aufbewahrt hat. Außerdem habe ich Respekt vor solchen Dingen. Gut. Aber ich weiß noch, wo ich es damals gespielt habe, dass wir irgendwas damit anfangen müssen nachher. Aber was, weiß ich jetzt noch nicht.
So, wir gehen wieder nach Douglasville und nach Sushi und geben ihr die Broschüre. Sushi! Hallo Brian, was gibt's Neues? Ich habe Johnnys Wohnwagen entdeckt. Das ist ja großartig. Hast du irgendwelche Spuren gefunden, die dich zum Geld führen könnten? Ich habe die Broschüre einer Hochsicherheitsbank in dem Wohnwagen gefunden. Es wäre prima, wenn du im Internet etwas darüber herausfinden könntest. Geht klar. Ich muss zuerst eine Kleinigkeit erledigen und werde dann sofort damit beginnen. Lass die Broschüre einfach auf dem Tisch liegen. Mach ich. Danke, Sushi. Keine Ursache. Ich berichte dir später. Gut, das heißt wohl, wir müssen erstmal raus. Das ist jetzt einer dieser, ich gehe kurz weg und komme sofort wieder. Gucken wir mal hier hin und dann wieder zurück. So. Brian, komm ja. Schnell nach oben. Ich habe sehr interessante Neuigkeiten. Ich komme. Joho. Was hast du herausgefunden? Als erstes habe ich untersucht, um was für eine Art Bank es sich in der Broschüre handelt. Es ist keine konventionelle Bank. Die Kunden unterhalten dort Schließfächer. Darin können sie alles aufbewahren, was sie möchten. Geld, Juwelen, Antiquitäten, was sie eben möchten. Man muss keine Erklärung darüber abgeben, was man dort hinterlässt. Ich sage dir, das ist eine richtige Festung. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, dass man dort noch nie eingebrochen hat. Oder es auch nur versucht hat. Das heißt... Du glaubst, dass Johnny das Geld dort deponiert hat? Naja, es wäre eine Möglichkeit. Solche Banken verlangen enorme Summen von ihren Kunden und bezahlen ihrerseits astronomische Beträge an die Regierung, um eine gewisse Immunität zu genießen. Mit anderen Worten, die Polizei hat keinen Zugang zur Kundendatenbank und natürlich auch nicht zu den Fächern. Genau das macht aus dieser Bank den geeigneten Ort, um das Geld aufzubewahren. Dank meiner Fertigkeiten bin ich in ihre Datenbank eingedrungen. Aber ich habe Johnnys Namen nirgendwo in den Kundenkonten gefunden. Das hat mich nicht überrascht, ehrlich. Wenn Johnny das Geld dort hinterlegt hat, wollte er eher die Sandrettis und nicht die Polizei hintergehen. Was mich wirklich auf die Spur gebracht hat, war das Sicherheitssystem der Mojave Bank. Wenn ein Kunde ein Hochsicherheitsschließfach mietet, bekommt er weder irgendeinen Schlüssel noch eine Codekarte. Sie machen von jedem Kunden eine Fingerabdruckanalyse. Wenn der Kunde an sein Fach gelangen möchte, muss er nur seinen Zeigefinger auf einen Scanner legen. Dann identifiziert der Rechner den Fingerabdruck und das Fach öffnet sich. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. Du denkst an den Finger in Formalin aus dem Heiligtum. Ganz genau. Als nächstes habe ich die Datenbank der Polizei durchsucht und Johnnys Namen angegeben. Sein richtiger Name ist Johnny Tavangyama. Ich habe dann festgestellt, dass er tatsächlich vor 2 Tagen tot in einer Gasse gefunden wurde. Ich habe die Spur seines Nachnamens, der nicht sehr verbreitet ist, weiterverfolgt und fand etwas sehr Interessantes. Vor 4 Jahren tauchte im Green Gila-Fluss die Leiche einer Frau auf. Man hat sie als Schwester Juana Buena Fortuna aus der Santa Clara-Mission in Kalifornien identifiziert. Sie wurde erwürgt und danach in den Fluss geworfen. Eine Nonne? Wie übel. Aber... Was hat sie mit der ganzen Sache zu tun? Juana Buena Fortuna war der Name, den sie annahm, als sie in den Orden eintrat. Die Frau war Indianerin. Und ihr richtiger Name lautete Mary Tavangyama. War sie eine Angehörige von Johnny? Seine Zwillingsschwester. Rate mal, was der Leiche fehlte, als sie gefunden wurde. Mal überlegen. Der Zeigefinger der rechten Hand. Bingo. Willst du wissen, auf welchen Namen ein Sicherheitsschließfach in der Mojave Bank auf 10 Jahre gemietet wurde? Auf den Namen Schwester Juana Buena Fortuna? Genau. Jetzt passt alles zusammen. Johnny hat seine Schwester dazu gebracht, das Fach in der Mojave Bank zu mieten und das Geld dort zu deponieren. Ich glaube nicht, dass er von Anfang an vorhatte, sie umzubringen. Aber dann hat er Angst bekommen, sie könnte ihn verraten, während er im Gefängnis sitzt. Dieses Schwein zog es vor, seine eigene Schwester umzubringen, ihr den Finger abzuschneiden und ihre Leiche in den Fluss zu werfen. Ich vermute, dass er gedacht hat, dass es zum richtigen Zeitpunkt nicht schwer sein würde, sich als Nonne zu verkleiden, den Finger zu benutzen und dann das Geld zu holen. Den Finger im Hopi-Heiligtum zu verstecken scheint ziemlich abwegig. Aber ich glaube, dass er damals kaum Zeit hatte und er brauchte einen Ort, an dem der Finger sicher war, während er im Gefängnis saß. Er kannte das Heiligtum und es schien ihm die richtige Lösung zu sein. Ich vermute, dass er weder mit dem Verdacht der Sandrettis rechnete, noch damit, dass sie ihn vom Gefängnis abholen würden. Gute Arbeit, Sushi.
Jetzt machst du mich verlegen. Danke. Ich glaube, jetzt steht euch nichts mehr im Wege, das Geld zu holen. Ihr könnt einfach Johnnys Plan ausführen. Um sicherzugehen, sollte Gina sich als Juana Buena Fortuna verkleiden. Ich glaube nicht, dass ihr Probleme bekommt, wenn sie sich als Nonne verkleidet und den Finger benutzt. Ein Merkmal dieser Banken ist es, dass sie keine Fragen stellen. Sushi, ich denke, es wäre gerecht, wenn du einen Teil des Geldes bekommst. Ich möchte nichts davon, aber du hast es dir verdient. Brian, ich spreche nur sehr ungern darüber, aber Tatsache ist, dass ich schon sehr viel Geld habe. Ich habe ein Vermögen geerbt. Es ist so groß, dass ich es nicht mal in 1000 Jahren ausgeben könnte. Geld interessiert mich nicht. Wahrscheinlich, weil es mir nie gefehlt hat. Aber es ist eben so. Denk nicht mehr daran, Brian. Lass Gina das Geld holen und sie ein neues Leben beginnen. Du musst nur noch eine Nonnentracht besorgen und das dürfte kein Problem... Warte, jetzt erinnere ich mich, dass ich in Johnnys Wohnwagen ein Nonnengewand gesehen habe. Es hing an einem Haken. Das Schwein. Es ist wahrscheinlich das Ordenskleid seiner Schwester. Gut, das ist ja noch besser. Du musst nur das Gewand holen und fertig. Aber geh nicht weg, ohne dich vorher verabschiedet zu haben. Auf keinen Fall, Sushi. Ich komme noch vorbei, bevor ich Gina abhole. Bis dann. Bis bald, Brian. Ja, oh, etwas langer Dialog. Ja, das Nonnengewand. Ah, siehst du, das war mir noch so im Kopf geblieben. Ich meine, das Kapitel heißt ja schließlich auch irgendwas mit Nonne. nochmal zurück. Ah, jetzt latscht er erstmal wieder den ganzen Weg. Dumm-di-dumm. Nun komm, Brian, ein bisschen schneller. Da rein. Und der Nonnenkluft geholt. Schon gut. Obwohl mir ganz anders wird, wenn ich nur an die arme, tote Frau denke, die er eiskalt umgebracht hat. Na ja. Wir haben Glück. Ich glaube, das ist Ginas Größe. Na, was für ein Glück. So, und dann jetzt zurück zu Gina. Gut, alles erledigt. Und jetzt suchen wir das Geld. Hä? Ich höre ein Motorengeräusch. Hä? Da kommt ein Auto. Es könnte gefährlich werden. Ich verstecke mich lieber. Sicher ist sicher. Ja, jetzt pass auf, wo der sich versteckt. Wahrscheinlich hinter dem Minifelsen da. Okay. Bestimmt die Killer. Na, siehst du? Nein. Verdammt, es sind die Killer. Gustav und Fjodor. Das musste ja so kommen. Hier ist der Wohnwagen, genau wie Bob gesagt hat. Naja, aber ich glaube nicht, dass Johnny der Indianer so blöd war, das Moos hier zu verstecken. Ja, ich glaube es auch nicht. Aber wir müssen nachschauen. Hast du das gesehen? Frische Spuren neben der Tür. Glaubst du, das waren der Idiot und die Schlampe? Sie gehören einer einzigen Person. Der Größe nach müssten sie von ihm sein. Etwas sagt mir, dass sie nicht weit weg sind. Wahrscheinlich haben sie sich getrennt, um den Ort zu suchen, an dem Johnny die Kohle versteckt hat. Ich gehe jede Wette ein, dass sie hierher zurückkommen werden, zusammen oder allein. Und wenn sie die Kohle schon haben? Nein, das glaube ich nicht. Außerdem wäre es ziemlich aufwendig, sie in diesem Gebiet zu suchen. Das ist eine verdammte Wüste, falls du es noch nicht bemerkt hast. Lass uns den Wohnwagen durchsuchen und eine Weile warten. Vielleicht kommen sie ja zurück. Und wenn sie nicht erscheinen? Dann werden wir sie suchen, und? Du kannst mir glauben. Ich werde sie finden, koste es, was es wolle. Und wenn ich sie habe, werden sie sich wünschen, dass sie niemals geboren worden wären. Komm, lass uns gehen. Ja, das fällt dir auch überhaupt nicht auf, dass daneben ein Auto steht. Verdammte Mörder! Ich muss etwas unternehmen, bevor sie merken, dass wir hier sind. Na, schnell wieder zurück. Ja, Freunde, und mit diesen Bildern, die Zeit ist nämlich erreicht, verabschiede ich mich. Ich schaue jetzt mal, was es hier noch so alles gibt. Also bis gleich, NRW bei 18, adieu.